Erling Braut Haaland. Respekt. Oddspedia. The Sports Betting Community. Ja, Wahnsinn, was der Junge da aufs Parkett gezaubert hat, eingewechselt, 3 Buden gemacht und das 4. hätte er sogar auch noch gemacht, wenn Sancho da nicht so eigensinnig gewesen wäre. Aber 3 Tore zum Anfang ist gar nicht schlecht. Macht er da weiter? Was meint ihr? Ja, und was mich noch viel mehr interessiert, warum eigentlich Erling Braut Haaland? Und Radek, du hast auch was gerade recherchiert. Ja, und zwar sein Vater hieß auch schon mit zweiten Vornamen wie eine Frau, Alf Inge hieß er. Also. Jetzt die entscheidende Frage, kennt sich einer in Norwegen aus? Sind das Männernamen in Norwegen oder ist das einfach Tradition, sich vielleicht nach der Mutter zu benennen? Wie die Isländer benennen sich ja mit dem Nachnamen dann wie der Vater, Ingvarsson oder irgendwie so. Und vielleicht machen die Norweger dann einfach zu Ehren der Mutter den zweiten Vornamen weiblich. Wäre interessant, wie du dann auf Norwegisch heißt. Denk mal drüber nach. Aber wir kommen hier jetzt zu wichtigeren Dingen als Namen. Wird Braut Erling gegen Köln ebenfalls zünden? Ja, du sagst, es ist wichtig, aber wichtiger, ich finde schon wichtig, ob das ein Haaland-Ding ist oder von den Norwegern mit den Frauennamen. Dortmund gegen Köln. In der Hinrunde haben sie ganz gern große Vorsprünge versaut und jetzt haben sie einen großen Rückstand in ein 5:3 in Augsburg umgewandelt. Und jetzt Gegner FC Köln, die kommen mit einer heftigen Außenseiterquote, haben aber auch mit dem neuen Trainer Markus Gisdol den Turnaround geschafft. Respekt dafür. Und auch das letzte Spiel gegen den VfL Wolfsburg souverän gewonnen. Quotenverteilung, klar, da braucht man nichts drauf tippen. Schauen wir uns vielleicht mal Over-Under und Asian Handicaps an, lieber Radek. Nee, kann ich jetzt einfach überspringen, denn das reizt mich hier nicht. Wir haben gesehen, die Kölner mit 4 Siegen in Folge. Habe ich letzte Woche schon unterschätzt, werde ich jetzt diesmal nicht tun. Und die Dortmunder, mein Gott, ja, man erwartet natürlich wieder einen hohen Sieg, aber Asian Handicap minus irgendwas auf Dortmund zu gehen, hier bei dieser lächerlich niedrigen Quote, ist auch langweilig, auf viele Tore zu setzen. Ist nicht so mein Ding, deswegen sparen wir uns hier gleich mal einen Freitagabend-Tipp und gehen weiter zum Spiel, der jetzt vielleicht schon mitten am Einbrechen seienden Gladbacher, oder können sie jetzt das Ruder gegen Mainz wieder rumreißen? Ja, da stellt sich mir eine schwierige Frage. Also Gladbach hat jetzt in Gelsenkirchen auf Schalke verloren. Ich glaube, das kann man mal machen. Sind immer noch Tabellendritter. Mainz ist eine kleine Wundertüte, haben noch mal ein paar gute Wochen, dann mal wieder eine heftige Niederlage und eine Niederlage daheim gegen Freiburg würde ich schon als nicht so cool bezeichnen. Ist für mich auch ein sehr, sehr schwer tippbares Spiel. Wer ein Gefühl hat, dass Gladbach weiter an der guten Hinrunde anknüpft, der sollte vielleicht die 1-6 mitnehmen. Ich kann mich aber hier zu keinem Tipp hinreißen lassen. In dem Spiel fehlen mir auch die Worte, weil, wie gesagt, beide Mannschaften nicht auf der Höhe des Geschehens sind. Da könnte man vielleicht darauf spekulieren, dass Gladbach wieder in die Erfolgsspur zurückfindet oder dass hier wenig Tore fallen oder auch viele, aber alles sehr, sehr spekulativ nach dieser Winterpause. Haben wir uns ja am 18. Spieltag öfter aus dem Fenster gelehnt. Lief alles in allem gar nicht so verkehrt, aber gerade bei den Wolfsburgern haben wir daneben gegriffen. Bei Hertha haben wir ja zumindest eine Katastrophe abgewendet, indem ich deine Euphorie auf unter 3,5 Tore gebremst habe, ja? Und true story, ich war kurz drauf und dran in der 60. Minute zu schreiben, schau, hätten wir drauf gesetzt, noch kein Tor, 0-0 und dann macht Bayern einfach mal einen Viererpack draus. Also Respekt, da hat der Plan von Jürgen keine Früchte getragen. Hier sehen wir eine krasse Außenseiterquote schon wieder auf Berlin und hier möchte ich gerne die Asian Handicaps anschauen. Denn warum sollte denn der Jürgen 2 Spiele in Folge verlieren? Das macht gar keinen Sinn, denn er hat ja Großes in Berlin geplant. Er möchte da ein richtig geiles Projekt aufbauen und dementsprechend finden wir vielleicht was bei den Asian Handicaps. Ich will jetzt aber ein bisschen auf deine Euphoriebremse drücken, denn nach einer 4-0-Niederlage kannst du ja nicht jetzt immer noch so tun, als wäre er halt der Messias und klar waren die Spiele vor der Winterpause durchaus gut, aber wer weiß, was der wieder in der Winterpause gemacht hat. Der war wahrscheinlich drüben in Kalifornien, weil es ihm hier
zu kalt war oder so. Und wer weiß. Jedenfalls, theoretisch würde ich dir zustimmen. Klar, die Quote auf Hertha ist hoch genug, dass man plus 0,5 drauf setzen könnte bei einer 2,09er Quote. Andererseits dürfen sie halt dann auch nicht verlieren. Das Spiel müssen sie unentschieden spielen oder gewinnen. Und da sehe ich halt die Problematik nach dieser Klatsche, dass Hertha da so schnell wieder in die Spur findet. Klar, Bayern ist immer Sonderfall, wenn man da spielt. Vielleicht die Wölfe auch nicht in Topform derzeit, aber ich würde wegen der doch nicht allzu attraktiven Quote hier vom Asian Handicap auf Berlin Abstand nehmen. Oder sagst du jetzt, diese Quote, die ist es? Wir sind ja hier auch ein bisschen eine Tippsendung, aber natürlich müssen wir weiter davon überzeugt sein. Ich vertraue einfach auf den Jürgen. Tut mir leid. So ein Ding ist das. 0,5 Unentschieden oder Sieg Berlin. Bitte. Schau mal, da ist ein Zeichen. Direkt über der 2,09-Quote steht Guts. Und Guts heißt ja, dass man jetzt auf Deutsch Eier zeigen muss. Ja, das ist, weil es auf deiner Seite drüben ist, ausnahmsweise, wie gesagt, ich würde ein Veto einlegen, wenn ich schlau genug wäre, das Programm jetzt hier zu bedienen. Ja, hat es dann doch was gebracht. Naja, gut. Alles in allem, zwei Loser-Teams des letzten Spieltags. Die Wölfe haben mich ja auch enttäuscht gegen die Kölner. Und von daher, ja, klar, die Sympathien sind ganz klar auf Seiten der Berliner. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber jetzt mal abseits der Sympathien, denn für Leipzig habe ich da jetzt weniger übrig. Aber meinen vollsten RESPECT oder so, schlecht buchstabiert, den Respekt natürlich für den Tabellenführer und das, was ja auch Julian Nagelsmann da leistet. Und dafür finde ich die Quote für einen Auswärtssieg bei den Frankfurtern gar nicht so schlecht. Ja, vielleicht können wir uns auch noch mal kurz die Tabelle anschauen und die aktuelle Form, wobei die aktuelle Form nicht so ernst zu nehmen ist, denn war ja Pause zwischen Hin- und Rückrunde. Also Frankfurt jetzt dann doch auf Platz 11 nach dem Sieg in Hoffenheim. Deshalb sind die jetzt auch schwer zu tippen. Leipzig, Tabellenerster mit schon ein paar Punkten Vorsprung, sehr cool. Ich habe auch das Gefühl, dass Nagelsmann das Team dann so motivieren wird, dass sie jetzt wirklich an die Meisterschaft glauben und jedes Spiel 100% geben. Kleine Side-Note am Rande, Frankfurt spielt spielt nicht nur gegen Red Bull Salzburg, sondern auch gegen Red Bull Leipzig. Oder andersrum wollte ich es eigentlich sagen. Ich tue mir schwer auf den Tipp, aber Auswärtssieg 1,8, Tabellenführer, wenn du sagst, gefällt dir, machen wir es. Aber man muss wissen, das ist mit Risiko behaftet, denn Frankfurt könnte zurück sein. Ja, und für diesen Tipp bräuchte man wirklich Eier. Wenn man jetzt sagt, Leipzig gewinnt auswärts, ist es auch ein bisschen zu kurz gedacht und auch vielleicht der Eintracht nicht gerecht werdend. Aber rein von der Quote her eine 1,8 auf Leipziger. Denn auch der 2-1-Sieg der Frankfurter gegen Hoffenheim war jetzt nicht so berauschend, aber gut. Alles in allem sehe ich hier schon die Leipziger bei dieser Quote attraktiv genug, um drauf zu setzen. Und von daher, du hattest deinen Cleansy-Tipp, dann will ich jetzt auch meinen Julian Nagelsmann-Tipp. Und dann den Nagel sein. Auf was Leipzig denn? Minus 0,5. Oder ist die Quote 1,78 ist niedriger, als wenn man die Drei-Wege-Wette auf Leipzig platziert. Kommt da immer auf den Bookmaker an. Aber manchmal lohnt sich der Blick auf die Asian Handicaps, auch in dem Fall, wenn man von Siegen ausgeht, ist ja das gleiche wie Asian Handicap minus 0,5. Und oft sind die Asian Handicaps aber auch besser, gerade in so Grandbereichen wie Double Chance oder so. Naja, gut. Freiburg gegen Paderborn. Die Freiburger stark in Mainz gewonnen, soll erfüllt, war eigentlich so ein klassisches Unentschieden, bei dem dann einfach die Freiburger das Spiel glücklicher gestritten haben und gewonnen haben. Und tabellarisch stehen sie nach wie vor
sehr, sehr stark da. Siebter Platz mit Anschluss an die internationalen Plätze. Und Paderborn, ja gut, da ist der Wurm absolut drin. Steffen Baumgart, ja, der holt sich ja eine gelbe Karte nach der anderen und ist irgendwie recht verzweifelt, wirkt er, also ratlos, planlos. Klar, aber was soll er auch machen? Er hat halt nicht das Spielerpotenzial, das Kaliber zur Verfügung, damit in der ersten Liga großartig was zu reißen. Trotzdem 1,8er Quote für die Freiburger attraktiv genug. Also ich würde mir auch gerne hier mal kurz die Asian Handicaps bitte anschauen. Paderborn, die haben jetzt nur noch eine Handvoll Spiele, wo sie punkten müssen. Und auch wenn Freiburg in der Tabelle sehr weit oben ist, ist Freiburg ein Gegner, wo sie Punkte holen sollten. Und mein Favorit ist tatsächlich Paderborn plus 1, eine 1,69. Finde ich gut, denn ich sehe hier ein Unentschieden sehr, sehr gut möglich, beziehungsweise ein knappes Spiel. Also mit einer Minus 1 auf Paderborn würden wir unser Geld zurückbekommen, wenn Freiburg 1-0, 2-1 und so weiter gewinnt. Finde ich geile Tipp. Ich glaube, Baumgart ist verzweifelt, aber er erreicht seine Mannschaft. Von daher, wenn nicht jetzt, wann? Oder so. Ja, unsere Augsburger Mann, Flo Niederlechner, hey, 3-1 gegen Dortmund führen und das dann noch versemmeln, das ist natürlich extrem bitter. Also sowas Ähnliches hatten sie in Dortmund ja schon vor 2 Jahren oder letzte Saison, als dann Paco Alcácer diesen Freistoß in der Nachspielzeit reingehauen hat zum 4-3 für Dortmund. Ja. Weiß nicht, ob es letzte Saison oder vorletzte Saison war. Auch egal, aber jedenfalls Dortmund liegt Augsburg einfach nicht, da können sie noch so hochführen. Und ja, sonst hätte ich gesagt, mit dem Schwung aus dem Dortmund-Spiel hauen sie natürlich Union weg. Oder sie gewinnen zumindest. Jetzt ist natürlich ein bisschen anders gekommen, ist die Frage, ob sie jetzt da einen Knacks in der Psyche kriegen oder sagen, jetzt haben wir eigentlich gegen Dortmund 3 Tore geschossen, die positiven Aspekte daran sehen. Und jetzt können wir natürlich mit breiter Brust eigentlich trotz dieser Niederlage, breite Brust ist jetzt übertrieben, aber sie können sich natürlich auf ihre Offensive was einbilden und diese Offensive kann gegen Berlin natürlich auch reichen. Ja. Sehen wir auch viele Tore? Schaffen es die Augsburger? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich finde, Augsburg ist sowas wie the best of the Mittelfeld. Heißt, ich denke, dass die so ein bisschen die zweite Hälfte der ersten Liga anführen, weil sie wirklich ein gutes Team haben und dementsprechend schon mit genügend Selbstbewusstsein reingehen können ins Spiel. Sie haben gegen eine Top-Mannschaft verloren, sie haben gegen Erling Braut Haaland verloren letztendlich und trotzdem 3 Tore gegen den BVB geschossen und auch gegen Leipzig im Spiel davor lange mitgehalten und lange geführt. Ich denke, dass hier ein Double Chance auf Augsburg definitiv Sinn machen dürfte. Berlin spielt eine Top-Runde, aber Augsburg ist einfach besser und ist auch, finde ich, von der taktischen Ausrichtung gewappnet, in Berlin zu punkten. Also plus 0,5 oder plus 0,25 für eine 2er-Quote oder eine 1,76. Ist da was für dich dabei? Ja, definitiv. Also da nimmst du ja mir die Worte aus dem Mund. Würde auch auf die 2er-Quote gehen. Vielleicht sogar auf den Sieg der Augsburger. Aber gut, frag mich jetzt, oder warum nicht Asian Handicap 0? Ich meine, bevor man jetzt hier die Hälfte gewinnt. Alles, was kein Verlust ist. Und das wäre es bei Asian Handicap 0 auch nicht. Aber da ist nur 0,35 die Quote besser. Also entscheid du, aber weil jetzt da, wenn es jetzt 0,5, 0,6 Unterschied wäre, würde es mehr Sinn machen aus meiner Sicht. So viel, ja. Ich finde das so okay. Kann man schon machen. Ich denke, oder man geht halt direkt auf einen Augsburg-Sieg. Passt auch. Damit ist das auch geklärt. Und jetzt? Das ist ja eigentlich für jeden Schalker ein Schlag ins Gesicht oder vielleicht ein Volksfest. Hier 19er Quote der Schalker bei Bayern. Für die vielleicht stärksten Schalker seit Jahren und sie waren zwar vor 2 Jahren auch schon mal oben dabei, aber so gut wie sie spielen im Moment, ja, der Junge. Ich habe einen Wortwitz. Die Quote auf Schalke ist echt nübel. Mhm.
Ja, und meinst, die Bayern haben den deswegen gekauft, dass er jetzt hier vielleicht schon mal einen Dienst an der neuen Mannschaft leistet und da ein paar Mal daneben greift? Ansonsten vielleicht, ja, will er Ich seinem glaube. neuen Team zeigen, dass es die richtige Entscheidung ist, dass er nicht als Bankdrücker zu Bayern kommt, sondern den Kampf ansagt, beziehungsweise ich habe ja aus Insiderkreisen gehört, dass Manuel Neuer nächste Saison nicht mehr bei Bayern spielt, sondern zu Manchester geht. Streue Denke jetzt nicht, einfach dass. mal dieses Gerücht, das ich mir selber ausgedacht habe. Vielleicht, wenn es dann eintrifft, sagen alle, boah, der hat es schon gesagt im Januar, obwohl der Neuer selbst noch nicht davon wusste. Okay, aber ja, hier muss man definitiv auf Schalke gehen. Warum auch nicht? Ich meine, die haben sich jetzt nichts zu Schulden kommen lassen, warum jetzt die von Bayern so höher abgeschossen werden sollten als irgendwer anderes. Und ich denke, sie werden kämpfen bis zum Umfallen. Und wenn sie so spielen wie in letzter Zeit, warum sollen sie dann da so krass hoch verlieren? Zwei Tore Unterschied, gibt es das Geld zurück? Warum nicht? Kommt, die haben Gladbach besiegt, die haben im Hinspiel zwar 3-0 verloren, aber das war, glaube ich, auch ein relativ gutes Spiel. Ich glaube übrigens nicht, dass Nübel spielt, aber ja, plus 2, warum nicht? Das ist doch eine geile Wette. Umso mehr ein Grund, wenn der gekaufte Typ da nicht daneben greifen kann. Naja, dann schauen wir weiter. Werder gegen Hoffenheim. Die Hoffenheimer schlecht in die Rückrunde gestartet mit einer 2-1-Niederlage. Bremen mit dem ach so wichtigen 1-0-Erfolg gegen Düsseldorf. Ah, das war unglaublich wichtig für die Bremer, dass sie da jetzt endlich mal wieder einen Dreier einfahren konnten und vor allem ja, sich wieder ein bisschen nach oben orientieren konnten und Düsseldorf in diesem wichtigen Duell hier überholt haben. Und jetzt Heimspiel gegen Hoffenheim. Machen deine Bremer genau da weiter oder siehst du da eher Probleme gegen Hoffenheim? Ich sehe da große Probleme. Also Werder, wie du sagst, mein Team bin ich Fan von, die dürfen nicht absteigen, haben aber sich am Ende dann doch noch mit viel Kampf und ein bisschen Glück den Sieg, den Auswärtssieg gesichert. Auch nochmal eine rote Karte sich abgeholt. Das wird jetzt alles wehtun. Ich denke tatsächlich, dass hier dieses Spiel nicht gewinnen und ein Unentschieden sogar der Erfolg sein könnte. Jetzt ist die Frage, siehst du das genauso und ist es dann Double Chance auf Hoffenheim oder ist es Asian Handicap 0? Ich glaube wirklich, dass Hoffenheim das leider auswärts gewinnen wird. Ja, ich bin kein Fan davon, auf schwache Teams zu setzen, wie Hoffenheim sich jetzt hier im letzten Spiel als eins präsentiert hat. Aber in dem Fall, ja, habe ich auch keine große Überzeugung, dass Bremen da groß aufspielen wird. Und Leverkusen hat so geliefert, wie wir es letzte Woche vorhergesagt haben. Yes, sauber Leverkusen. Jetzt ist die Quote gegen Düsseldorf natürlich ähnlich attraktiv wie letzte Woche, nur der Gegner ist vielleicht ein bisschen besser, aber ist ja ein schwieriges Duell. Ja, vielleicht können wir uns einfach hier, weil ich sehe bei Düsseldorf eh immer die Problematik, du kannst da nicht wirklich Asian Handicap auf die bei diesem Spiel setzen, aber auch nicht gegen die. Die sind jetzt 17. Werden auch bis zum Ende der Saison zwischen 14 und 17 wahrscheinlich rumkrebsen, haben das Potenzial in der Liga zu bleiben. Vielleicht lass uns einfach einmal auf die Over-Under-Quoten schauen. Warum sollten hier nicht viele Tore fallen? Und mal schauen, was die Buchmacher davon halten. Ich glaube schon, dass Leverkusen gerade schnell ein 2-0 machen kann und dann mal gucken, was passiert. Plus 2,5 gibt gar nichts. Plus über 3. Gibt genau null, gar nichts. über 3 eine 1,79. Sag du ja oder nein. Nee, bin ich kein Fan Ansonsten von. Ich denke, man muss kein Tipp. nicht setzen, nur damit man was setzt. Ist auch nicht Kein unser Tipp. Stil. Wir wollen nur setzen, wenn wir einen Vorteil sehen. Den haben wir heute bei ein paar Spielen gesehen, wenn wir die hier vielleicht noch mal uns anzeigen lassen können, wäre es natürlich mega nice. Sonst muss man wieder überlegen, was wir da eigentlich gerade alles erzählt haben und wir werden ja nicht jünger. Also, der erste Tipp, den darfst du sagen. Ja, die Leipziger, denen traue ich natürlich einen Sieg in Frankfurt zu. Die Frankfurter haben mich jetzt in der Saison eigentlich so gut wie nie überzeugt. 2-1 gegen Hoffenheim gewonnen, von daher 1,8 auf Leipzig, durchaus okay.
Asian Handicap 0 auf Augsburg heißt unentschieden Geld zurück, Sieg Augsburg, unser Sieg. Und die Hoffenheimer schaffen es zumindest nicht in Bremen zu verlieren, unentschieden, gäbe Geld zurück bei Asian Handicap 0 bei einer Quote von 2,12. Das sind doch schon mal ganz interessante Tipps. Was sagt ihr dazu? Und was nein, da fehlt noch was. Du musst nochmal auf die Spieltagsübersicht gehen. Was? Denn dann wirst du auch im Kopf haben, dass wir auch noch vermuten, dass Paderborn plus 1 in Freiburg. Ja, und dein Klinsmann-Tipp, den wollte ich jetzt schnell unter den Tisch fallen lassen, aber du bist halt einfach nicht hinters Licht zu führen. Ja, Jürgen. Also, wie gesagt, Paderborn plus 1 in Freiburg und Berlin plus 0,5 in Wolfsburg. Tja, dann schauen wir mal, wie es wird. Und postet eure Tipps. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Oddspedia. The Sports Betting Community.